Das hier ist ein 100-Meter-Turm und wir werden verschiedene Gegenstände fallen lassen und schauen, welcher besser überlebt. Unter anderem auch eine nagelneue PS5. Also Marvin, wir sind jetzt hier im XXL-Spielzeugladen und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt getrennt voneinander ein krasses Auto aus, was wir vom Turm fallen lassen. Und ja, und ich sag, ich werde was richtig krass besuchen, das wird besser sein als deins. Nein, ich werde mir eins aussuchen, was richtig krass durchhält. Let's go, Alter. Also Leute, wir sind jetzt hier bei den Autos und ich gucke mich jetzt erstmal um. So Freunde, ich bin jetzt hier drin bei Smith Toys und ich habe überlegt, ich werde mir was Geisteskrankes holen. Wir haben hier alle möglichen Autos, Leute, Lamborghini, Bugatti natürlich auch. Und ich glaube aber, die sind mir zu klein. Ich glaube, die werden zu einfach kaputt gehen. Hier haben wir auch noch McLaren, BMW, nochmal ein Lamborghini Sian. Den hatten wir in einem anderen Video mit den Flügeltüren. Aber Leute, ich glaube, ich muss mir nochmal ein bisschen was anderes hier suchen. Hier gibt es so geile Autos. Lamborghini, alles Mögliche. Aber ich glaube, ich nehme Monster Truck. So einen mit so richtig fetten Reifen zum Beispiel. Schau, welchen geilen haben die hier. Boah, ein Hai haben die auch hier. Aber ich glaube, den nehme ich. Schaut mal. Ist der nicht fett? Oh, Leute, hier ist eine sehr gute Abteilung. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen richtig fetten BMW. Hier nochmal so ein AMG einfach. Wie geil. Mit so einem Lenkrad richtig. Und oh mein Gott. Ey, ich glaube, der ist krass, Leute. Lamborghini. Ihr seht's. Ey, der sieht unnormal geil aus. Der ist auch richtig groß. Der hat so ein stabiles Gerüst. Ihr seht das, Leute, ne? So Trittfelder sogar. Wenn der vom Turm fällt, der hält alles aus. Ich glaube, den hole ich mir, Leute. Hier, das ist der hier. Der kostet auch auf jeden Fall nur 50 Euro, geht eigentlich voll. Ja, ich glaube, der wird auf jeden Fall das gut aushalten. Den nehme ich, Leute. Also Freunde, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu den Autos. Wir wissen jetzt beide noch nicht, was der jeweils andere ausgewählt hat. Aber Marvin, ich habe schon das gesehen. Ja. Steht da? Monster Jam. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich mache jetzt mal Augen zu, Leute, und du kannst dann deinen Wagen holen. Ja, macht Augen zu. Okay, Leute, Augen sind zu. Okay. Schau. Und? Schau, dreh dich um. Was? Junge, let's go, Digga! Alter, warte mal, ist das so ein Megalodon Monster Truck? Ja, Junge, geisteskrank, Alter, Digga! Alter, Junge! Und ich sag dir alles, der hat alles aus. Guck mal, diese Reifen an. Mensch, ey, da hab ich gar nicht dran gedacht, Digga. Die Reifen. Ja, die sind richtig krass, glaub mir, vertrau mir. Oh mein Gott, aber ich hab was noch krasseres. So, jetzt bin ich gespannt, was du hast. Du verlierst doch. Mach jetzt Augen zu. Okay, ich mach Augen zu. Ich guck nicht. Und du kannst schauen. 3, 2, 1. Hä, Lamborghini? Digga, das ist ein XXL Lamborghini. Leute, ihr seht's, Alter. Schaut mal hier. Bruder, der ist ja richtig heftig. Oh mein Und schau Gott. Mal, ich habe extra so einen ganz großen genommen, weil der hat hier einmal das Lenkrad und den Sitz, was den so federt. Oh mein Gott, darf ich mal angucken? Ja, ja, guck mal. Alter. Also Leute, es geht jetzt los. Wir lassen gleichzeitig fallen. Wir machen, Marvin, wir machen 3, 2, 1, go. Ich versteck go, meine, lassen wir los, ja? Meine Fernbedienung noch hier. Okay. Drin. Also Leute, ich habe wie gesagt auch eine Taktik für den Lambo hier. Bist du bereit? 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah! Das ist einfach neben mich geflogen, Junge. Es ist alles kaputt. Ey, Alter, das war richtig knapp, ne? Junge, aber, ey, der Megalodon hat, glaube ich, überlebt, ne? Alter, man sieht da so richtig diese Einzelteile. Gott, Digga, schau mal, der Reifen von meinem Auto, Alter, ist Digga. Komplett kaputt. Leute, das ist wirklich zu krank. Wir schauen uns hier gerade die Einzelteile an. Mein Auto ist komplett zerfetzt. Guck ja, das ja. an. Digga, meiner aber auch. Ne? Der Reifen ist abgerissen, deiner auch. Was würdest du sagen, wer hat hier gewonnen? Ich glaube, deiner, weil dein Megalodon ist noch ganz. Hier unser Kameramann Lukas, der Schiedsrichter, entscheidet. Lukas, wer hat gewonnen? Ja! Nein! Let's go! Nein, Junge! Okay, Leute, der erste Punkt geht hier auf jeden Fall an Marvin. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Bro. Und ich würde sagen, wir kommen zu Runde 2 und holen jetzt erstmal die Sachen. So, Marvin, wir sind jetzt im Supermarkt und wir müssen uns jetzt beide einen YouTuber Ey, ich habe eine richtig krasse Idee, da wärst du niemals drauf kommen, aber wir, du holst das gleiche wie ich, ne? Junge, ich habe auch eine krasse Idee, Mann. Ich sag's dir, ich habe das schon eben gesehen und ich hab's dir extra nicht verraten. Ey, wenn du das gleiche nimmst, musst du von der Brücke springen. Ey, das mach ich nicht. Doch. Leute, wir suchen uns jetzt eins getrennt. Let's go. Nehmen wir von Shirin David den Dirty. Ich nehme den hier, der sieht cool aus. Also Leute, ich bin jetzt in der Getränkeabteilung. Ich habe mich nämlich für ein Getränk entschieden und für ein ganz bestimmtes, Leute. Ich zeige es euch mal. Und zwar VitaVate, Leute. Warum VitaVate von Eli, Leute? Eli hat ja auch aktuell eine Knieverletzung und genau wie ich. Und der gibt mir aktuell richtig Motivation, dass ich auf jeden Fall durchhalte. Also liebe Grüße an Eli. Ich hoffe, VitaVate überlebt den Sturz, Leute. Wir haben auf jeden Fall jetzt die YouTuber-Produkte. Wir enthüllen die mal gleichzeitig, okay? 3, 2, 1 und... Go! Hä? Dirty, Digga, von Shirin David. Ja. Also, krass. Ich habe auf jeden Fall VitaVate, weil, Leute, ihr wisst es, Eli hat auch ein verletztes Knie, deswegen auf Ehrenbasis. So, Lukas. Ja. Und ich habe mir das krass überlegt. Weißt du, was wir jetzt beide machen? Und zwar, damit es krass ist, bei dir Disziplin machen wir es so, wir droppen die, welche mehr gedamaged wird. Wir können ja gucken, welche, weißt du, droppt und hoch geht, weißt du? Also der kriegt den Punkt, genau. Wo es am meisten kaputt geht. Ja, normalerweise lassen wir nur fahren, diesmal mal.
Ja, also, okay, lass das machen. Das okay, ist gut. Bist bereit? Sollen wir beide noch kurz trinken? Oder nee, lass ganz droppen. Okay. Also Leute, ich bin jetzt bereit. Wie ist es bei dir? Ich bin ready. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro! Bro, ich hätte ihn fast getroffen. Warum hast du hast ihn fast abgeworfen? Ja, das war keine Absicht! Ich hab nur diese Dirty-Dose zu mir gesehen und das ist scheiße. Alter Junge! Oh mein Gott, alles gut? Ja. Welche war krasser? Ich hab's nicht gesehen, Bruder. Alter, ja. Also Leute, ich weiß, es ist ein bisschen eskaliert. Warte mal. Ey, zeig dir mal, welcher hat mehr Schaden? Also die Dirty-Dose. Guck mal, meine ist komplett kaputt. Die ist komplett weg. Alter, die ist komplett in zwei geteilt sogar. Und bei dir, da ist noch was drin. Ey, jetzt kannst du noch trinken. Oha. Gleich. Soll ich mal probieren? Ja, teste mal. Ja, ich hab doch. Hat keine Kohlensäure mehr. Okay, aber ist gut? Ja. So Marvin, die nächste Runde, wir sind wieder im Supermarkt und jetzt müssen wir ein Lebensmittel finden, was wir runterwerfen. Aber ganz wichtig, das muss natürlich abgelaufen sein, wir wollen ja nichts verschwenden, Leute. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns jetzt mal um, wir besorgen beide wieder was getrennt voneinander. Ich habe schon eine Idee. Oh. Das wäre auch krass, aber ich glaube, ich nehme so eine Honigmelone. Natürlich brauche ich eine, die abgelaufen ist, ganz wichtig. So, ich habe jetzt eine gefunden, die ist auch abgelaufen, wir nehmen die hier. Let's go. Also Leute, beim Lebensmittel weiß ich schon eine ganz genaue Sache, was ich nehme. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe einen Melonenkopf, Leute. Es muss die Wassermelone werden, Leute. Ganz klare Sache. Wir haben hier auf jeden Fall welche. Aber die ist mir zu klein, da bin ich ehrlich. Mein Melonenkopf ist nämlich noch viel größer als die ganzen Melonen hier. Boah, so eine vielleicht, eine Art. Da müssen wir natürlich dann eine besorgen, die auch abgelaufen ist. Also Leute, ich habe eine abgelaufene bekommen, Junge, die ist absolut riesig. Ich glaube, die wird den Sturz ganz sicher überleben, Leute, weil die eine richtig harte Schale hat. Also Marvin, wir haben uns da jetzt auf jeden Fall noch entschieden für eine Frucht oder ein Lebensmittel. Ja, bist du bereit? Ja. Ich zeig dir erst meine, danach zeigst du mir deine, okay? Okay. 3, 2, 1. Hey, was hast du denn, Digga? Das ist ein Kürbis. Guck dir an, Alter, richtig geil, ne? Hey, warte mal. Das ist doch kein Kürbis, bist du doof? Das ist eine Honigmelone. Ach lol. Hä? Richtig geil. Ich dachte, das ist ein Kürbis und Hokkaido heißen die doch. Nee, ist eine Honigmelone, ist richtig geil. Ja, okay, krass. So, jetzt bin ich mal bereit, was du hast. Okay. So, Leute, jetzt ist der Lukas dran. Ich bin gespannt, was er hat. Ich guck nicht hin. Okay. Und Leute, 3, 2, 1. Was, Digga? Ich hab meinen Melonenkopf genommen. Du einfach nicht selber genommen. Ey, warte, eine Sache fehlt noch. Was denn? Zack. Zack. Guck mal, das ist mein Siegerlächeln, weil ich das gewinnen werde, Marvin. Ey, Leute, jetzt werfe ich einfach meinen eigenen Melonenkopf einmal runter. Das würde passieren, wenn ich hier runterspringe. Ey, Alter, ich würde sagen, Marvin, bist du bereit? Lukas, können wir? Ja. Okay, Leute, alles frei. Übrigens, wir haben auch hier eine Genehmigung dafür, falls einer fragt. Ich würde sagen, oh mein Gott, Bro. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go! What? Oh! Oh! Oh nein! Hast du was abbekommen? Auf jeden Fall! Ey, Alter, Leute, das ist zu eskaliert. Wir müssen jetzt ganz schnell runter. Dann schauen wir mal, wer den Bug bekommen hat. Oh. Ich glaube, die ist nicht mehr gut. So, Marvin, für die nächste Runde vom Drop-Test vom Turm werden wir uns eine Actionfigur aussuchen. Hier gibt es richtig viele Actionfiguren. Und zwar muss die aus Plastik sein, also die darf nicht aus Plüsch sein, okay? Lukas, ich habe eine richtig krasse Idee. Welche ich schon nehme, aber ich werde es noch nicht verraten. Wir sehen uns gleich. Ich gehe jetzt weg und wir sehen uns später. Ciao. Okay, Leute, bis gleich. Leute, hier sind die ganzen Figuren. Richtig krass. Ich habe mir erst überlegt, ich nehme hier eine. Aber Leute, ich werde jetzt einfach cheaten, denn ich habe gerade was gesehen. Schaut mal selber. Oh mein Gott! Ich nehme diesen dicken Monster. Und der wird alles aushalten, weil der ist richtig stark. Also Marvin, jetzt kommen wir zu der Runde mit den Actionfiguren. Ich habe meine schon hinter meinem Rücken. Let's go. Du auch? Ja. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Hä? Junge, ey, du hast gecheatet, Marvin, die war nicht erlaubt. Ja, ich habe einfach, guck mal, Godzilla. Ey, warte mal. Wow. Ey, das ist viel größer, Bro. Wow. Also Leute, der Hulk und der Gorilla, ich würde sagen, bist du bereit? Ja. Können wir? Ja. 3, 2, 1, go. Go. Nein! Ja. Alter! Yeah. Leute, ich habe einfach vergessen, die GoPro zu starten. Aber ihr seht, ey, es ist komplett eskaliert. Ey, der ist komplett einfach in Stücke zerfetzt. Oh, meistens sind beide kaputt. Ich glaube, beide sind komplett kaputt, ne? Also ich würde sagen, der Hulk, bei dem sein Kopf liegt hier einzeln einfach. Was? Alter! Digga, der Hulk wurde einfach geköpft, Marvin. Nein, Junge, dann hast du schon wieder den Punkt. Ja. Ich check's nicht, Alter. Leute, Mann. So, Marvin, die nächste Sache, die wir jetzt auch runterwerfen, sind diese 8 Liter Wasserflaschen, Leute. Oh mein Gott.
Ihr seht es hier, 8 Liter. Und Marvin, wir machen es so, wir schreiben gleich mit Edding unsere Namen auf jeden Fall drauf. Und dann schauen wir, welche überlebt denn ich sag dir, ich habe was krasses, das ist mein. Und zwar, ich mache dir jetzt so, das bündelt das Wasser, dass das einfach nicht platzt. Pass auf und staunen. Weiß nicht, ob das funktioniert. Also Leute, hier haben wir jetzt auf jeden Fall die 8 Liter Wasserflaschen. Einmal hier von Marvin, habe ich beschriftet extra, und von mir. Ja, geh mal kurz her. Lukas, geh dir mal kurz da hinten die Aussicht angucken. Guck da mal kurz, geh mal dahin. Junge, warum? Geh mal dahin. Mach mal. Junge, ey, du wirst wieder irgendeine Kacke machen. Okay. Also Leute, auf jeden Fall schon sehr schön aus. Ich sag ehrlich, ey Marvin, ich komm gleich gucken, was du da machst. Ey, was hast du da gemacht? Nein, nix. Was hast du da gemacht? Frag die Zuschauer, ich hab nichts gemacht. Frag die Leute. Ich hab nichts gemacht. Ja, okay. Leute, schreib mal einen Kommentar, ich hab nichts gemacht, oder? Ich bin ehrlich. Ja, Digga, ey, Leute, ich sag ehrlich, Marvin hat irgendwas gemacht, Mann. Nein, nichts gemacht. Ja, okay. Also Leute, es geht los. Ich hab hier meine Wasserflasche. Marvin, du hast deine. Junge, ja. 8 Liter, Leute, das wiegt auch geisteskrank viel. Das ist wahrscheinlich... Vielleicht unsere schwerste Sache, ah, nee, nicht ganz. Ey, weißt du noch, wie schlimm das war, als wir letztens alles trinken mussten? Ja, Leute, oh ey, das war komplett schlimm. Ich habe jetzt noch Blasenprobleme. Also, Marvin, ich würde sagen, auf 3, 2, 1, go, werfen wir die runter. Ja. Komm, ich halte die so sogar. Ich mach so. Oh mein Gott, ey. Das musst du halten, komm, wenden wir schaffen, 5 Sekunden zu allen. Mach ein bisschen weiter, rumlegen, schnell nach vorne. Okay. Kopf runter, 3, 2, 1, go! Wow! 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 Mein Gott, Junge! Digga, geisteskrank! Digga, die ist komplett zerfetzt! Leute, Digga, das ist komplett eskaliert! Oh mein Gott, jetzt kommt das schon kommentiert. Oh mein Gott, schaut mal, wie Alter. Krass dein zerfetzt ist! Ey Marvin, ich glaube, das ist ein Unentschieden, oder? Was denkst du? Wer hat gewonnen? Wo ist mir Wasser drin, ne? Oh, die sind beide komplett leer. Welches mehr kaputt? Okay. Sind beide ziemlich zerstört, aber der Lukas da jetzt weiter weg ist, kriegt er den Punkt. Was? Ja! Digga, let's go, Junge! Ich muss ja auch mal einen Punkt bekommen hier. Ja, Alter. Okay, alles gut. Leute, ich würde sagen, nächste Runde, let's go! Also Marvin. So, Lukas, jetzt werfen wir den Müll runter genau. Und dann geht's um die Wurst. Denn die PlayStation gibt 3 Punkte jetzt nochmal am Ende und kann nochmal alles entscheiden, alles oder nichts sozusagen. Let's go, bist du bereit? Ich bin bereit. Sagen, komm mal, ich mach das, okay? 3, 2, 1, let's go! Oh! Alter Junge. Clean gelandet. Ja, Mann. Let's go. Es kommt jetzt zum großen Finale. Let's go. Also Marvin, wir sind jetzt ganz oben auf dem Turm, Leute. 100 Meter. Gott. Schaut euch das mal an. Das ist meine PlayStation, die wir haben. Genau. Also das ist die von Marvin Design. Komplett neu. Wir zeigen es auch nochmal. Ich habe schon richtig schwitzige Hände. Ich will nicht meine PlayStation verlieren, Mann. Nicht, dass die Zuschauer sagen, ey, das ist irgendwie, das ist ein Dummy oder so. Nein, das sind echte Leute. Ich zeig's euch komplett. Das ist die von Marvin. Die hat er gekauft übrigens. So, dann zeig auf jeden Fall mal. Es ist kein Fake. Genau, Leute, es ist wirklich eine echte PS5. Es geht hier wirklich um extrem viel Geld, Digga, über 1000 Euro. Ich bin so am schwitzen alles, ey. Ja, ich auch, Digga. Ich hole meine PS5 Leute, raus. Ich sage euch ehrlich, meine Hände, die sind, komm, ich zitter jetzt und ich schwitze, weil es geht hier um so viel. Ich will meine PS5 nicht fallen lassen. Guck hier. Ihr habt gesehen, die habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal gekauft sogar insgesamt. Hier, das ist auch so eine komplett echte, es ist nichts Fake, die ist komplett neu. Genau. Sie ist also wirklich komplett neu. Leute, das Original-Logo natürlich ist der echte PS5. Dann halt du mal, ich pack meine aus, dann sehen es die Leute. Okay, Marvin, also Leute. Wie gesagt, die gute alte Call of Duty-Version hier. Wie gesagt, die habe ich auch schon mal Leontin bzw. Fabian ja geschenkt im Video, aber ich habe die nochmal geholt. Und ihr seht es auf jeden Fall, auch die hat hier auf jeden Fall die Original-Zubehörteile. Ne? Auch hier die Call of Duty und so weiter in echt. Die ist auf jeden Fall auch 100% echt. Also man kann sehen, deine ist eine mit Laufwerk. Genau. Und meine hat kein Laufwerk. Genau. Aber es ist geistkrank, Bruder, ich hab so Schiss. Junge, das wird krank, Mann. Die sind beide komplett neu, also es ist geistkrank. Also Leute, ich würde sagen, ich habe so Angst, mein Ende schwitzt, warte, ich muss die kurz trocken machen. Das geht los, ich darf nicht PlayStation fallen lassen. Okay, Marvin, bist du bereit? Ja. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go. Go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ey, ich kann schon jetzt hinhalten. Oh mein Gott, ich zitter. Zitterst du auch? Ja, ist meine PlayStation. Junge, ich will nicht fallen lassen. Warte mal, hast du zufällig meinen gerade? Warte mal. Ich weiß nicht, Alter, das ist die falsche Seite. Ey, bitte nicht, ne? Oh. Oh, ich kann nicht, ich will die nicht fallen lassen. Ey, du musst komplett ausstrecken, deine Hände. Ich kann nicht. Junge. Es ist so schlimm, Leute. Lukas. Ich zitter. Ich auch, ich kann kaum halten. Oh mein Gott, Mann. Leute, wünscht mir Glück, dass alle nochmal ein Like, dann kostenloses Abo. Für mich. Oh. Oh, meine PlayStation. Leute, abonniert doch gerne Marvin, wie gesagt. Auf Ehre. Ich kann nicht mehr lang halten. Wie lange willst du noch? Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Junge, die ist so schwer, Mann. Nein. Ich kann nicht. Scheiße. Oh, fast fallen lassen.
Die ist runtergerutscht. Meine rutscht auch. Nein! Nein! Ich kann nicht mal halten. Nein! Ey, du hast meine runtergefallen! Spinnst du? Oh mein Gott! Alter, oh mein Gott, wir haben dich vertauscht! Ey, du hast meine Playstation runtergeschmissen! Bist du bescheuert? Junge, oh mein Gott! Ey, oh mein Gott, wir haben die vertauscht! Digga, du bist so dumm, guck mal! Ey, oh mein Gott! Du hast meine geworfen! Ich hab auch so die von Marvin geworfen! Oh Mann, ich hab doch keine mehr! Oh mein Gott, es tut mir so leid, Marvin! Oh Mann, Digga! Lukas, ey! Ey, oh mein Gott, Leute, ey, komm, lass mal schnell runtergehen! Ja, lass mal runter bei denen gucken. Vielleicht funktioniert die noch, Marvin. Ja, Digga, guck mal runter, die Schrott! Ah, Junge. Guck doch! Leute, da unten liegt die. Ey, Leute, wir haben die einfach vertauscht, das war richtig dumm. Digga. Ich hab aus Versehen einfach deine fallen lassen. Digga, du bist so lost, ne? Leute, hier ist meine. Junge, ey, ich will jetzt unbedingt sehen, ob die noch funktioniert, ey, oder so. Wenn die echt kaputt ist, ne? Ich hab so viel lange darauf gespart, das ist mein ganzes Geld. Also wirklich jetzt. Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. 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 WTF, Bro. Oh mein Gott, was hast du meiner Playstation getan? Oh mein Gott, die ist komplett kaputt. Bruder, du hast meine Playstation. Guck dir das mal an. Oh mein Gott, die ist komplett. Digga, was hast du gemacht? Junge, Mann, ey, es tut Digga, mir du so hast leid. Meine ganze Playstation kaputt gemacht. Digga, es tut mir so leid. Digga, bist du doof? Guck dir das mal an. Alter. Ich glaube, die funktioniert nicht mehr, Marvin. Digga, willst du mich verarschen? Was soll daran funktionieren? Das ist Schrott. Digga. Guck dir das an. Digga, hör dir das mal an. Nee, ganz ehrlich, Lukas, ich hab keinen Bock mehr. Ich dreh gar nichts mehr mit dir. Den Scheiß kannst du behalten. Ich geh jetzt. Oha, Junge, jetzt nee. Chill mal. Guck mal, du machst die einfach kaputt, Mann. Guck, was ist das für eine Scheiße? Digga, guck mal, wie teuer die war. Ich geh jetzt, mach alleine weiter. Ciao. Mann, ich bin total traurig. Der hat meine Playstation kaputt gemacht. Ich schwör. Den hat einfach fallen gelassen. Die ist einfach kaputt. Ich hab jetzt gar nichts mehr.